Moin Leute, heute geht es um OnCloud Stratus 3. In dem Video schauen wir uns an, was neu in dem Laufschuh ist. Es sieht zwar von außen sehr ähnlich zum Vorgänger aus, aber im Inneren hat sich einiges getan. Der Cloud Stratus war bei On vor einigen Jahren das erste Modell mit einer doppelten Cloud-Schicht. Das sieht man hier ganz markant entlang der Mittelsohle. Das bringt natürlich ein hohes Maß an Dämpfung mit und auch eine gute Stabilität. Wiederum haben wir natürlich zum Beispiel auch den Cloud Monster. Der Cloud Monster hat, wie es der Name schon ein bisschen sagt, größere Clouds, die natürlich auch gut dämpfen, aber nicht so stabil sind im Vergleich zum Cloud Stratus. In der nun bereits dritten Version hat On einiges getan. Der Schuh sieht zwar von außen aus wie der Vorgänger, aber wir haben neue Materialien im Upper und vor allem auch in der Mittelsohle verarbeitet. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der Upper besteht aus zwei Mesh-Schichten. Die Mesh-Schichten sind recht dünn verarbeitet, aber sehr, sehr flexibel. Das ist schon mal so ein Vergleich zum Vorgänger. Und vor allem auch die obere Schicht sehr atmungsaktiv. Sonst haben wir für so einen Daily Twinner, für so einen Komfortlaufschuh die typischen Eigenschaften. Wir haben hier eine gut gepolsterte Zunge und auch die Fersenpartie ist angenehm gepolstert. Auffällig ist hier, dass wir keine interne Fersenkappe haben, also dass der Schuh da relativ flexibel ist. Dann vielmehr hier ein äußeres Plastikelement haben, was sich hier einmal drum rumzieht und da nochmal einen Zusatz gibt in Sachen Stabilität. Die Passform ist weiterhin relativ breit geschnitten, das war auch schon beim Vorgänger so. Ich hatte mit meinen schmalen und flachen Füßen schon ein bisschen Probleme, in den Schuh reinzukommen, um dann einen sicheren Halt zu finden. Klar kann ich mit der Schnürung hier gut arbeiten, aber bei mir war die Schnürung dann schon sehr, sehr eng zusammengezogen. Und dann merkt man dann schon, dass man ein bisschen Probleme bekommen kann in Sachen Stabilität und Tragekomfort natürlich auch, wenn man da ein bisschen so rumschlackert in dem Schuh. Die Mittelsohle mit der doppelten Cloud-Schicht besteht nun aus einer neuen Mischung. Und zwar setzt die On auf das Helium-Foam. Das hat On schon bei vielen Schuhen verbaut. Der Unterschied ist da, es ist nochmal weicher und dynamischer im Laufverhalten. Was man auch merkt beim Laufen, dass der Schuh eine gewisse Stabilität halt auch mit sich bringt. Das heißt, hier im Vorfuß kann ich den Schuh zwar noch gut flexen, aber dann hier im Mittelfußbereich und in der Ferse bringt der Schuh viel Halt. Das natürlich auch in Verbindung mit dem Speedboard aus dem TPU-Material. Das Element sitzt oberhalb der Cloud, sozusagen unterhalb der Einlegesohle, bringt da eine gewisse Steifigkeit mit. Nicht so steif wie so ein Carbon-Laufschuh, aber da eine gewisse Führung und natürlich auch da im Abrollverhalten einen gewissen Antrieb. Die Außensohle ist ganz typisch für einen On-Laufschuh aufgebaut. Wir haben hier vorne mehrere Elemente im Vorfußbereich, was sich hier hin bis zur Ferse zieht. Hier ein paar Aussparungen und natürlich hier an den Seiten der Ferse wieder Materialien, die da für einen guten Grip sorgen. Könnte aber auch bei Nässe etwas besser sein. Hier fand ich es ja manchmal etwas rutschig. Dennoch ist gut gelöst, dass die Cloud-Kanäle hier alle geschlossen sind. Das heißt, Steine von außen kommen hier nicht in die Mittelsohle rein und ja, man kennt es, werden dann halt nicht nerven beim Laufen. Bei meinen Läufen war zunächst sehr auffällig, dass der Schuh sich noch mal besser am Fuß anfühlt als noch der Vorgänger. Dafür sorgt halt hier das flexiblere Obermaterial, was sich super an den Fuß anpasst. Ich hatte auch einen Zweittester, der einen wesentlich breiteren Fuß hat und der ist super klargekommen mit dem Upper. Er musste hier nicht viel nachschnüren und hat sich da wirklich sehr wohl gefühlt. Gelaufen sind wir vor allem in entspannten Pace-Bereichen bis hin zu 20 Kilometer. Und da hat das alles wunderbar funktioniert in Sachen Dämpfung und Stabilität. Wir haben auch mal das Tempo gesteigert. Kann man mit dem Schuh machen. Dafür bietet der Schuh eigentlich einen sehr guten Rocker und eine gute Dynamik, um da auch mal voranzukommen. Aber dennoch ist es natürlich kein Schuh, wo ich Tempo-Dauerläufe damit mache. Vielmehr ist der Einsatz da im entspannten Pace-Bereichen. Damit macht der Schuh genau weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat. Das ist ein Schuh, der super viel Komfort an dem Fuß bringt, ein hohes Maß an Dämpfung, aber auch eine gute Stabilität. Gerade hier hatte ich ja schon in der Einleitung erwähnt, den Vergleich mit dem Cloud Monster. Und das merkt man beim Laufen schon sehr. Der Cloud Monster ist nochmal dynamischer, kickt so ein bisschen mehr nach vorn. Wiederum habe ich da hier einen Schuh, der auch wirklich bei 30 km/h noch sicher im Schuh hält, dass man wirklich da stabil drin steht und da auch wirklich einen guten Partner bekommt für alle Longruns, die man so ablaufen kann. Kommen wir zum Fazit. Alle, die den Schuh bei uns getestet haben, waren mit dem Schuh sehr zufrieden. Dennoch kommt es da ganz klar auf die Passform, auf die Fußbreite drauf an. Ich mit meinen schmalen Füßen habe da schon, wie gesagt, Probleme, sicher in den Schuh reinzukommen. Dennoch fand ich den Schuh sehr stabil und auch großzügig gedämpft. Wiederum mein Kollege, der den Schuh gelaufen ist mit einem breiteren Fuß, hat da überhaupt keine Probleme. Er sitzt ja super sicher in dem Schuh drin. Und wir beide würden den Schuh auch locker bis zur Marathondistanz empfehlen. Da bringt der Schuh ausreichend Dämpfung und natürlich auch Support mit. Einziger Negativpunkt ist so ein bisschen der Grip. Der könnte bei Nässe wirklich besser sein. Das schaffen andere Hersteller etwas smarter. Dennoch macht man bei der Schuhauswahl vom Cloud Stratus 3 wie jedes Jahr nichts falsch. Ist ein Dauerläufer, den man auf jeden Fall mal probieren sollte. Hast du noch Fragen zum Schuh? Schmeiß die gerne in die Kommentare. Da würde ich mich noch sehr freuen, wenn du dem Video natürlich ein Like da lässt und auch den Kanal abonnierst. Und ja, dann danke ich dir fürs Zuschauen und bis bald.